herzlich willkommen, liebe Billardfreunde. Ich darf Sie heute zu einer Premiere einladen und das in zweifacher Hinsicht. Zum einen möchte ich Ihnen heute erstmals auf unserer Billardschiene im deutschen Sportfernsehen die Billardvariante Snooker vorstellen, die vielleicht edelste Form des Billard, auf jeden Fall aber die bestbezahlte. Zum anderen ist dies das größte Snookerturnier, das bis zum heutigen Tag in Deutschland stattgefunden hat, nicht nur aufgrund der sehr guten Preisgelder, sondern auch wegen der hervorragenden Besetzung. In der nächsten Stunde sehen Sie also eine Zusammenfassung der beiden Halbfinals des Löwensnooker Pro-Am Cups aus dem Münchner Sheraton. Als Co-Kommentator wird mir zur Seite stehen Herr Markus Drude, zweifacher deutscher Meister im Snooker, selbst Teilnehmer dieses Turniers, das er als Neunter beendete. Herr Drude, zunächst einmal herzlich willkommen. Meine erste Frage gilt dem Titel dieses Turniers. Pro-Am Cup deutet ja auf eine Beteiligung von Profis und Amateuren hin. Die deutschen Spieler sind ja wohl durchwegs als Amateure zu bezeichnen. Wie haben sich diese denn gegenüber den übermächtig scheinenden Profis aus England geschlagen? Ich würde sagen, sie sind glatt unterlegen. Wir hatten ja in dem 16er Hauptfeld dieses Turnieres am Ende 4 Deutsche dabei, die sind allesamt über Wildcards in das Feld hineingekommen. Das schon allein, um eine deutsche Beteiligung auch zu gewährleisten. Und dabei ist es einzig und allein Oliver Ortmann, dem Pool-Weltmeister, gelungen, Frames zu gewinnen. Sätze also, Spiele im Snooker, die nennt man Frames. Und Oliver Ortmann hatte es dabei mit dem auf dem absteigenden Ast befindlichen Mike Helle zu tun. Der war früher schon mal unter den Top 4 in der Weltrangliste, ist aber jetzt zurückgefallen auf Platz 36 etwa. Immerhin war er in diesem Turnier auf Platz 2 gesetzt. Und Oliver Ortmann hat ihm doch das Fürchten gelehrt, denn er ging sehr respektlos zu Werke und hat tatsächlich 4-2 verloren und dabei noch 2 Frames sehr knapp abgegeben. Die anderen haben doch recht glatt verloren, möchte ich sagen. Sascha Diemer 4-0. Michael Heger, der Vizemeister in diesem Jahr, hat gegen Ken Doherty gespielt, die Nummer 1 in diesem Turnier. Und er hatte dort überhaupt gar keine Chance, ist, glaube ich, insgesamt nur 6-mal überhaupt an den Tisch gekommen. Denn Ken Doherty vollbrachte eine Leistung, die bisher überhaupt erst 4-mal in der Geschichte des Snookersports stattgefunden hat. Er hatte 300er Breaks, also Serien, über 100 Punkte innerhalb von 3 aufeinanderfolgenden Frames gespielt. Und insofern hatte Michael Heger überhaupt keine Chance. Ich selber habe gegen John Lardner verloren und der spielt ja hier im Finale, im Halbfinale und ist insofern auch nicht zu unterschätzen. Ich habe auch glatt verloren mit 4-0. Ja, die Deutschen sicherlich immer noch im Weltstandard keine bedeutende Macht. Wir sehen also hier das erste Halbfinale im Sheraton Hotel bei diesem Löwensnooker Pro-Am Cup. Zwischen John Lardner, der im Moment am Tisch zu sehen ist, und Ken Doherty. Vielleicht ist es an der Zeit, unseren Zuschauern jetzt einmal etwas genauer die Regeln dieses Billardspiels zu erklären. Am Tisch befinden sich 15 rote Kugeln zu Beginn und 6 farbige Kugeln. Das vielleicht schon etwas verwirrend, weil die roten ja auch farbige Kugeln sind. Aber das ist einfach der Fachausdruck in diesem Spiel. Alles Weitere erklärt uns vielleicht auch besser Markus Drude. Ja, immer wenn ein Spieler an den Tisch kommt, muss er sich zuerst daran machen, eine rote Kugel einzulochen. Er muss sie mindestens anspielen, also mit der weißen als erste Kugel berühren, hoffentlich aber einlochen. Schafft er dies, erhält er dafür einen Punkt, es wird also hier nach Punkten gespielt, und darf sich dann eine andersfarbige Kugel aussuchen, mit der er das Spiel fortsetzt. Das hat er gerade getan, er hat die braune Kugel eingelocht und jetzt geschieht das Erstaunliche. Der Schiedsrichter, zu erkennen an den weißen Handschuhen, setzt die farbige Kugel, in diesem Fall also die braune, wieder zurück auf den Tisch. Dort sind 6 kleine Markierungen angebracht und jede farbige hat also ihren eigenen Punkt. Auf die wird sie dann wieder nach Versenken aufgesetzt. In diesem Fall hat also John Lardner 4 Punkte für das Versenken der Braune bekommen, denn die farbigen zählen unterschiedlich viele Punkte. Und zwar von 2, das wäre die gelbe Kugel, über 3, das wäre die grüne, wir sehen die da oben liegen, am oberen Bildrand, über 4 die braune, die hat er gerade versenkt, dann 5 die blaue Kugel, 6 die pinkfarbene, die wird er jetzt versuchen einzulochen, und 7 die schwarze Kugel.
Ziel ist es natürlich, beim Snooker, wie bei jedem Billardspiel, möglichst viele Punkte zu sammeln. Der Spieler, der am Schluss eines Frames, sobald alle Kugeln abgeräumt sind, mehr Punkte hat, hat das Frame für sich entschieden. Und in diesem Fall ist Sieger des Matches, wer zuerst 4 Frames für sich entschieden hat. Oder wie die Engländer sagen, es wird Best of 7 gespielt. Im Moment der Spielstand 3:3 Frames. Und in diesem letzten und entscheidenden Frame führt John Lardner, der im Moment am Tisch ist, mit 13:4. Das allerdings bevor er zu dieser Serie, in der er sich im Moment befindet, angesetzt hat. Ja, man merkt also jetzt, nach dem Versenken und Wiederaufsetzen der farbigen Kugeln ist dann wieder eine rote Kugel an der Reihe. Es handelt sich also beim Snooker immer um ein Wechselspiel zwischen den roten und den andersfarbigen Kugeln. Die roten zählen ja nur einen Punkt, die andersfarbigen Kugeln weitaus mehr, eben von 2 bis 7. Und das heißt, dass die roten eigentlich eher die Erlaubnis darstellen, überhaupt punkten zu dürfen. Merkt hier, Pink ist wieder versenkt worden, ist wieder auf ihren Punkt aufgesetzt worden. Es wäre jetzt weiter eine rote dran. Und John Lardner, ein sowieso sehr ruhiger Spieler, lässt sich viel Zeit zum Nachdenken. Analysiert sehr genau die Lage auf dem Tisch. Jetzt versenkt er wieder die rote. Das hat er geschafft. Erneut ein Punkt für ihn. Und er hat die weiße perfekt abgelegt, sodass er nun die pinkfarbene Kugel in die andere Ecktasche einlochen kann. Immer dieses Wechselspiel zwischen rot und farbigen Kugeln. Und genau wie beim Poolbillard ist es auch beim Snooker elementar wichtig, sich die weiße Kugel immer für den nächsten Stoß bestmöglich zu platzieren. Das tut man, indem man das Queue an unterschiedlichen Stellen von der weißen einfach ansetzt und der weißen so eine Rotation, ein Effet mitgibt, die ihr dann die gewünschte Laufrichtung gibt. Interessant bei diesem Frame ist ja, dass die schwarze Kugel und somit die höchstwertige Kugel am Tisch mit 7 Punkten hier gesperrt ist. Sie ist eigentlich in kein Loch so richtig zu versenken und sozusagen aus dem Spiel genommen. Das stimmt, ja. Das ist ein sehr untypisches, Bild für Snookerspieler überhaupt. Die roten werden ja unterhalb der pinkfarbenen Kugel aufgebaut in einem Dreieck. Und dann lieben es die Snookerspieler eben immer im Wechsel rot-schwarz zu spielen. Erstens einmal, weil eben die schwarze, wie eben angedeutet, die höchste Punktzahl hat. Auf der anderen Seite aber auch deswegen, weil eben der Weg von der schwarzen zu den anderen roten eben besonders kurz ist. Und der Spieler, der es schafft, also die weiße sehr kurze Wege laufen zu lassen, hat natürlich viel weniger Fehlerquellen als jemand, der ständig über den ganzen Tisch spielen muss. Also schon eine kleine Schwierigkeit hier für John Lardner in diesem Moment, weil er schon einen weiteren Weg gehen muss. Er muss immer auf die pinkfarbene Kugel stellen. Ja, jetzt spielt er die Weiße unten an und da merkt man, wie exakt die Weiße genau auf der Linie, auf der sie nach vorne gelaufen ist, wieder zurückkommt nach dem Aufprall auf die Rote. Die ist versenkt worden und er hat versucht, die Weiße möglichst perfekt in Position zu bringen für die rosafarbene Kugel. Dabei ist die Weiße ihm etwas zu weit gerollt und jetzt braucht er dieses Hilfsgerät, ja, die Poolspieler nennen es Oma, Snookerspieler würden Besteck sagen. Er benutzt also dieses Hilfsgerät, um bei der Größe des Tisches trotzdem noch an die pinkfarbene Kugel zu gelangen, denn bei allen Billardspielarten ist ja eine Regel gleich, nämlich dass der Spieler immer mindestens einen Fuß auf dem Erdboden lassen muss, um einen korrekten Stoß ausführen zu dürfen. Der Snookertisch ist so groß, die Maße ganz knapp etwa 4 mal 2 Meter. Und auf diesem großen Tisch ist nicht bei jeder Lage möglich, einen Fuß auf der Erde zu lassen. Deswegen bedient man sich dieses Besteckes quasi einer Verlängerung des eigenen Körpers. Das Spielen mit dem Besteck ist aber so schwer und birgt Fehlerquellen, dass es nur erklärlich ist, dass John Lardner gerade eben die pinkfarbene Kugel verschossen hat. Ken Doherty erstmals in diesem Satz am Tisch mit einer Chance, also auch zu punkten, hat schon die erste Kugel gelocht und wieder mit Rückläufer die Weiße in Richtung der farbigen Kugel gebracht. Eigentlich eher untypisch für Ken Doherty, dass er etwas länger überlegt. Er ja eher als der schnelle Spieler bekannt, ähnlich wie Jimmy White. Aber bei diesem Stoß war es ja sehr, sehr wichtig, hier zu lösen. Das hat er sich natürlich ganz genau angesehen. Er hat die gelbe Kugel gespielt, die nur 2 Punkte zählt. Dafür aber
sich weitere Möglichkeiten geschaffen, nämlich hier die roten Kugeln gelöst. Und jetzt kommt nämlich genau das zum Tragen, was wir vorher angesprochen haben. Er kann wechselweise schwarz und rot spielen, was immer 7 für die schwarze und dann wieder einen Punkt für die rote bringt. Ja, die schwarze wird wieder aufgelegt und tatsächlich ist Kent heute jetzt in einer sehr starken Position. Die Zuschauer, die sich vielleicht jetzt wundern, dass die schwarze auf den Punkt gelegt wurde, der vorher für die pinkfarbene Kugel vorbehalten war. Die rote liegt auf dem Punkt für die schwarze und in diesem Fall, wenn das passiert, wird die farbige auf den höchsten Punkt gelegt, der frei ist. In diesem Fall ist das der Punkt für die pinkfarbene Kugel, die ja 6 Punkte zählt, die schwarze zählt 7. Das Ganze wird sich jetzt auch aufklären. Er spielt hier die schwarze aufs Mittelloch und jetzt wird die schwarze auf ihren normalen Punkt gelegt, der ja frei geworden ist, nachdem Ken Doherty die rote versenkt hatte. Tja, und das ist genau ein sehr typisches Bild für Snookerspieler. Ken Doherty ist in einer sehr starken Position. Er spielt immer zwischen den roten und der schwarzen Kugel. Jetzt wieder einen Rückläufer, die weiße also tief angesetzt und in perfekter Position, um jetzt die obere der beiden roten in die Ecktasche zu spielen. John Lardner sieht nachdenklich aus, denn dieses ist der entscheidende Satz. Und Ken Doherty im Moment fast unaufhaltsam am Tisch. Entscheidend wird wohl die eine rote Kugel sein, die hier auf der oberen Hälfte des Tisches platziert ist, unterhalb der pinkfarbenen. Diese Kugel ist kaum in ein Loch versenkbar. Zumindest muss Ken Doherty, will er sie spielen, sehr, sehr gut stellen. Das wird also die Problemkugel werden in diesem Frame. Ja, Ken Doherty hatte ja, als er an den Tisch kam, ein noch größeres Problem als das, was John Lardner beschäftigt hatte. Bei John Lardner war ja nur die schwarze blockiert gewesen. Er selber hat dann pink verschossen, sodass die nun auch noch in einer unspielbaren Situation oder nur schwierig spielbaren Situation liegen blieb. Ken Doherty hat ja das Problem sehr gut gelöst, indem er schwarz gleich frei machte. Und auch jetzt interessant, die Taktik von Ken Doherty. Er will jetzt gar nicht als nächstes die schwarze Kugel spielen. Er muss ja jetzt auf Farbe spielen. Sondern er schaut da mit einem Auge, könnte man sagen, schon auf die letzte rote und will natürlich auch auf die andere Hälfte des Tisches kommen, um so möglichst perfekt auf die letzte rote stellen zu können. Ja, ganz genau. Er hat nicht ganz den richtigen Winkel, um von der blauen Kugel auf rot zu kommen. Und zieht er es vor, hier erstmal braun zu spielen. Und da ist ihm die weiße Kugel etwas weit gelaufen. Er wollte wohl rot hier, die letzte rote, aufs Mittelloch versenken. Und jetzt wird ihm wohl nichts anderes bleiben, als hier ein Safe zu spielen, eine Sicherheit. Eben den Gegner zu snookern, daher auch der Name. Ja, das ist genau vielleicht ein entscheidendes Charakteristikum dieses Spiels im Vergleich zum Pool. Beim Snooker, die Distanzen ja, 4x2 Meter groß ist der Tisch, die Distanzen sehr, sehr hoch, sehr groß. Und nicht aus jeder Situation ist eine Kugel versenkbar. Das ist anders als beim Pool. Pool, der Name sagt es schon, Loch. Der Spieler ist der Beste, der am besten eindochen kann. Snooker aber heißt eigentlich, ist umgangssprachlich, heißt etwa so viel wie jemandem eine Nase drehen, jemanden einen Streich spielen. Und es meint eigentlich, dass man die weiße hinter einer anderen Kugel versteckt, sodass die zu spielende Kugel, in diesem Fall die rote, nicht anzuspielen ist auf direktem Wege. Wir befinden uns jetzt in einer ganz entscheidenden Phase in diesem Match. Es ist Frame-Gleichstand, 3:3. Auf 4 wird gespielt für all die Zuschauer, die vielleicht etwas später eingeschaltet haben. Und Spielstand im Moment mit dieser versenkten Kugel 45:42 für John Lardner. Und er hat hier ganz hervorragend diese rote gelocht, gepottet, wie die Snookerspieler sagen. Man spricht auch von einem Longpot, einem Distanzschuss, könnte man es vielleicht übersetzen. Ja, diese Longpots zeichnen John Lardner in diesem Turnier aus. Er hat
nur sehr, sehr wenige ausgelassen. Und das ist untypisch im Snooker. Diese Longpots sind so schwer über die lange Distanz auf diese engen Taschen mit den kleinen Kugeln, dass eben viele Spieler es vorziehen, diesen Longpot gar nicht zu riskieren, denn man weiß nicht, wenn man verschießt, was man dem Gegner hinterlässt, sondern eben eine Sicherheit, eine Safety vorzieht. John Lardner ist eigentlich sehr offensiv eingestellt gewesen, was diese Longpots angeht. Und der Erfolg gibt ihm recht. Die rote ist eingelocht, die schwarze auch versenkt. Aber jetzt hat er ein Problem. Genau das war nämlich der Snooker, den ich vorhin versuchte zu erklären. Er musste die gelbe berühren, aber die braune lag ihm im Wege. Er hatte sich selber aus Versehen gesnookert in der Position auf die gelbe und musste insofern über Bande spielen, um die gelbe noch zu berühren und sich also selber ein Foul zu ersparen. Ein Foul wird beim Snooker sehr hart geahndet, ein Foul immer, wenn die weiße ins Loch geht, das ist beim Pool genauso, oder aber wenn man eben die zu spielende Kugel, in diesem Fall die gelbe, nicht versenkt, nicht berührt. In diesem Fall, wenn man diese Kugel nicht berührt, also ein Foul begeht, würde dem Gegner eine bestimmte Punktanzahl gutgeschrieben, im Normalfall 4 Punkte. Es kommt aber immer darauf an, welche Farbe, welche Kugel mit diesem Foul in Verbindung steht. Will man auf die schwarze Kugel spielen und macht ein Foul in Verbindung mit der schwarzen Kugel, werden dem Gegner sogar 7 Punkte, also der Wert eben dieser Kugel, gutgeschrieben. Ja, das ist richtig. Die Spielsituation im Moment vielleicht noch erklärungsbedürftig. Alle roten Kugeln sind vom Tisch. Es gab dieses Wechselspiel zwischen den roten und den andersfarbigen Kugeln. Die andersfarbigen Kugeln wurden immer wieder aufgelegt, sodass es immer weniger rote wurden. Am Ende, nach der letzten roten, hat John Lardner ja eben die schwarze versenkt. Und dann kommt das Endspiel, das sogenannte Endspiel auf die Farben. Man muss jetzt versuchen, die farbigen Kugeln ihrer Reihenfolge, nach ihrer Wertigkeit, also in aufsteigender Wertigkeit, anzuspielen. Und das war eben, die gelbe ist die niedrigste Kugel, auf die galt es, Position zu bekommen. Oder eben so wie hier wieder ein erneuter Longpot von Lardner. Die nächste Kugel ist die grüne, zählt 3 Punkte, die gelbe ja 2 Punkte wert. Und als nächstes wäre dann die braune dran mit 4 Punkten. John Lardner braucht wieder das Hilfskö, also die Verlängerung, um an die grüne überhaupt dran zu kommen. Aber wir wollen auch noch einmal eingehen auf die Situation der beiden Spieler. Ken Doherty ist ja Nummer 7 in der Weltrangliste, also der absolute Favorit in diesem Match. Und er steht hier ja schon fast am Rande einer Niederlage, könnte man sagen. Ja, überhaupt der Spielstand 3:3 gegen John Lardner, der Nummer 179 in der Weltrangliste ist, ist alles unwahrscheinlich. Also ich würde sagen, eine sehr große Überraschung in diesem Turnier. Ken Doherty hat nicht in diesem Halbfinale so gespielt, wie man das von ihm erwartet hätte. Er befindet sich zurzeit in der Form seines Lebens und hat eigentlich seit 1989, als er Amateurweltmeister und Juniorenweltmeister in einem Jahr wurde, stetig an Form zugelegt. Jetzt, wie gesagt, Nummer 7 in der Weltrangliste. John Lardner hatte seinen größten Erfolg 1993, als er bei den Benson & Hedges Masters in Schottland den 2. Platz belegte gegen Ronnie O'Sullivan. John Lardner hat aber in diesem Turnier wirklich große Form gezeigt und eben gerade mit diesen Long Pots, den langen, schweren Bällen, gezeigt, was in ihm steckt und hat da für Überraschungen gesorgt. Doherty ist nicht wirklich ins Spiel gekommen und so kann ein derartig knapper Spielstand schon mal entstehen. Es geht jetzt eben sehr darum, dass man dem Gegner möglichst keine einfache Ablage liegen lässt. Und John Lardner, oh, er begeht einen Foul. Er wollte safe spielen und die weiße hinter der blauen Kugel verstecken, sodass Ken Doherty nicht an die grünfarbene Kugel hätte drankommen können. Und diese 4 Punkte, die entstanden sind, werden jetzt Ken Doherty gut geschrieben. Also von 44 auf 48 zu 52, aber immer noch Rückstand für Ken Doherty. Ja, er muss jetzt aus dem D spielen, aus diesem Halbkreis, der oben markiert ist, und hat versucht, die grüne einzulochen. Dass dies nicht geklappt hat, ist eigentlich bei Ken Doherty eher eine Überraschung. Interessant auch in dieser Situation, dass irgendwann natürlich im Laufe eines Frames der Punkt kommt, an dem der Gegner nicht mehr überholt werden kann. Also John Lardner, der am Tisch ist jetzt, wird irgendwann eine Punktanzahl erreicht haben, die von Ken Doherty nicht mehr auszugleichen ist, weil die Anzahl der Punkte, die er braucht, nicht mehr am Tisch
liegt. Ja, ganz genau. Snooker wird eben anders gespielt als Neunball, wo es nur darauf ankommt, die Neun zu versenken. Der Gegner könnte 8 Kugeln in Folge wunderschön versenken, verschießt er die Neun und lässt sie am Tisch, hat er dennoch das Spiel verloren. Beim Snooker ist das anders. Jeder Ball, den man locht, bringt einem quasi dem Sieg näher. Auf dem Tisch befindlich maximal überhaupt nur 147 Punkte. Und die kommen dadurch zustande, dass immer eine rote abwechselnd mit der schwarzen höchstwertigen Kugel gelocht wird. Also 15 mal 1 und 7, also 15 mal 8 Punkte wären 120 Punkte. Und dann die Farben am Schluss, die immer 27 Punkte ergeben, 147 Zähler. Ja, wir sehen im Moment gerade John Lardner mit der Chance auf den vielleicht größten Erfolg seiner bisherigen Karriere. Denn er hat sehr schwer grün mit Besteck, also mit dieser Verlängerung, versenkt. Das hat ihm 3 Punkte gebracht. Braun hat er auch in die Tasche befördert, ganz knapp an Pink vorbei. Hat ihm 4 Punkte gebracht und jetzt der entscheidende Moment, eben diese blaue Kugel, genau der Knackpunkt, von dem ich gesprochen habe. Versenkt er diese blaue, ist er uneinholbar vorne. Nein, er braucht noch Pink, er braucht noch Pink. Mit Blau ist er meines Erachtens 12 Punkte vor. Auf dem Tisch liegen aber noch mit Schwarz und Pink 13 Punkte, denn Pink zählt 6 und Schwarz zählt 7 Punkte, zusammen 13. John Lardner führt hier. Sie sehen also auch, liebe Zuschauer, es ist natürlich eine Rechenaufgabe beim Snooker. Er braucht noch diese Pink einzulochen mit Verlängerung, aber ich erwarte nicht, dass er diese verschießen wird. Und das wäre tatsächlich die Sensation in diesem Turnier. Ken Doherty, die Nummer 7 in der Welt, frühzeitig, also vor Erreichen des Finales, gescheitert. Nachdem er im 8. Finale so Weltklasse gespielt hatte, 300er Breaks, 300er Serien in Folge gespielt. Und wir sehen hier 70 zu 48 gewinnt John Lardner. Und die schwarze Kugel, die er eigentlich noch hätte spielen müssen, ist natürlich bedeutungslos geworden. Weil wer von beiden Spielern diese jetzt noch locht, ist für den Ausgang.